sich die Dinge für immer drehen. Aber bitte mit Sahne. Udo Jürgens hat sich als Xavier Naidoo-Fan geoutet. Die Söhne Mannheims sinken gerührt von der 9 auf die 10 mit Neuss. Wie sich die Dinge für immer drehen, denn die Teile sind gesehen. Wer denkt, dass Helmut Lotti der fieseste New Entry ist, den die Albumcharts diese Woche zu bieten haben, der irrt. From Russia with Love landet auf dem 9. Platz. Max Herre gilt als das gute Gewissen der Hip-Hop-Szene. Hoffentlich beißt die Fans jetzt auch mal die Moral. Das zweite Soul Brother Solo rauscht nach dem Durchstart auf der 1 runter auf Platz 8. Abita Blues, The Liar of Orpheus ist das erste Album ohne Blixer Bargeld. Offensichtlich kommt Nick Cave trotzdem gut klar. Neu auf Platz Nummer 7. Die Kastelruther Spatzen pfeifen zum Untergang. Berg ohne Wiederkehr, hoffentlich auf Nimmerwiedersehen. Platz 6. Anastasias Papa hat die Familie verlassen, da war Klein Annie gerade mal 5. 26 Jahre später bleiben ihr die Fans umso treuer. Anastasia auf der 5. Die Albumcharts haben sich diese Woche wieder ein Stückchen von Neumond entfernt. Silbermond legen wieder zu. Verschwende deine Zeit auf Platz 4. Denn wir stehen hier im Regen. Fürs erste Juli-Album haben die Fans selbst Flyer verteilt. Mit der Werbung machen sie nicht nur Credibility-Punkte, sondern auch einen Incredible New Entry. Von der 0 direkt auf die 3. Auch in der dritten Woche macht Confidence in den Albumcharts noch eine gute Figur. Der Gentleman bleibt auf die feine jamaikanische Art auf der 2. So sieht's aus auf den Plätzen 10 bis 2 der deutschen Albumcharts. Tilman Otto immer noch auf der 2, finde ich schön. Reggae aus Deutschland, wer hätte das gedacht, dass das so gut funktionieren kann? Ja, ne? Sehr nett. Mhm. Ich gebe dir jetzt ein kleines Rätsel auf, denn es gibt eine neue Nummer 1 in Deutschland. Und ich muss sagen, ein ganz kleines bisschen überraschend finde ich es schon. Denn dieser Herr ist weit jenseits der 40, ich glaube 45 ist er gerade geworden. Er sieht zwar auch noch sehr, sehr jugendlich aus und er kommt nicht von dem Kontinent, von dem wir kommen. Wer könnte das wohl sein? Ich finde schon, dass du sehr, sehr jugendlich aussiehst. Ratte. 45 aber, hat noch keiner zu mir gesagt. Nein, aber sag's mir doch. Ich meine, du bist ja hier der Neuigkeitsverbreiter. Ja. Neuigkeitenverbreiter, auch egal. Room Service heißt das neue Album. Der Künstler heißt Bryan Adams. Ja, da haben wir es doch. Wer hätte bisschen das gedacht? Ähnlichkeit so ein bisschen? Ein ganz kleines bisschen. Der ist noch kleiner als ich. Vielleicht. Echt? Ja, ich habe ihn einmal getroffen. Er ist ungefähr so wie ich. So. Okay. So. Auf jeden Fall ist er ganz groß eingestiegen in den Charts. Nämlich von 0 auf Platz 1 mit seiner aktuellen Platte Room Service. Und daraus gibt es jetzt Open Road. Und damit sage ich auch schon wieder Tschüss, weil die Albumcharts sind am Ende. Und ich wünsche dir noch ganz viel Spaß. Dir auch. Auf bald. Mach's gut. Mhm.